Hi, mein Name ist Thomas Foster. Arbeiten Sie bei einer Radiostation? Dann habe ich eine Frage an Sie. Haben Sie für Ihre Station bereits die richtige Verpackung für die Fußball-WM? Wie hier bei Foster kennt, haben in unserer Software Motion Mixes eine Musiklibrary, optimiert auf die Bedürfnisse von Radiostationen. Und so haben wir uns die letzten Wochen Gedanken gemacht, wie sich FIFA World Cup 2018 im Radio anhören könnte. Und nachdem das eine Promotion-Aktion für unsere Software Motion Mixes ist, können Sie jetzt eine Gratis-Demo-Version von Motion Mixes laden und die Musik, die wir für die Fußball-WM produziert haben, einfach on-air verwenden. Nachdem Sie Motion Mixes downgeloadet und geöffnet haben, sollte es in etwa so ausschauen. Und dann klicken Sie einfach mal hier auf Punkt Nummer 5, World Cup. Und jetzt haben wir hier zwei Seiten vor uns, Orchestral und EDM. Und auf jeder Seite haben wir ein paar Buttons. Und auf jedem Button ist Musik drauf. Ich starte hier mal diesen ersten Main-Button. Das ist das hauptorchestrale Thema, das wir nutzen, um zum Thema Fußball ein bisschen Spannung zu erzeugen. Und wenn ich das steigern möchte, klicke ich einfach den anderen Button. Das Tolle ist, dass die Musik so klingt, als wäre sie komponiert. Es blendet nicht eine Musik aus und die andere ein, sondern der Wechsel in die neue Musik ist rhythmisch. Auf diesen Runden hier habe ich noch ein paar Soundeffekte. Kann ich ein bisschen Fußballstadion oder auch so ein Fußballpfeiferl hier. Und ich wechsle jetzt nochmal auf die Musik Cool. Da ist jetzt gar kein Orchester mehr dabei. Und ich kann jederzeit wieder zurückwechseln zum Hauptthema. Dann machen wir das mal. Und wenn ich fertig bin, spiele ich einfach das Outro und die Musik endet. Hören wir mal auf der zweiten Seite, da haben wir die EDM-Themen. Diesmal starte ich mit einem Intro. Das Intro geht automatisch in den ersten Button über. Und der loopt jetzt wieder, solange bis ich was anderes drücke. Das Tolle ist, dass ich auch von hier wieder zurückwechseln kann in unsere orchestrale Nummer. Und wieder zurück zu EDM. Wir haben hier sogar ein Dubstep-Thema produziert, spiele ich mal kurz an. Weiters haben wir hier einen Slider, wir nennen ihn den Dynamic Slider, denn damit können Sie die Dynamik aus der Musik rausnehmen. Das heißt, wo immer Sie das Gefühl haben, jetzt sollte die Musik ein bisschen hintergründiger und softer werden, wechseln Sie einfach in den Lightmix, zum Beispiel dann, wenn Sie einen O-Ton haben, der nicht so gut verständlich ist. Und sobald wieder die fette Station Voice kommt, kann auch die Musik hier wieder an Dynamik zunehmen. Und sobald Sie fertig sind, spielen Sie einfach Ihren Stinger. So, das heißt nochmal im Klartext, wenn Sie jetzt auf die Homepage von Foster Kent gehen und dort die Demo-Version von Motion Mixes, und zwar in der World Cup Edition, laden, dann können Sie diese Musik, die Sie hier gehört haben, kostenfrei auf Ihrem Radiosender zum Einsatz bringen. Sie können das zum einen in der Produktion machen, um die Musik für Ihren Trailer perfekt anzupassen, oder Sie können das Ihrem Moderator live on air zur Verfügung stellen, denn genau dafür wurde Motion Mixes konzipiert. Nachdem Sie die Demo-Version von Motion Mixes installiert haben, haben Sie noch ein paar Optionen mehr. Zum Beispiel können wir hier auf Menü klicken und haben dann hier ein Demo-Set der erfolgreichsten Stationen, die Motion Mixes on Air haben. So können wir zum Beispiel sehen, wie NDR 2 in Hamburg mit Motion Mixes umgeht, aber auch 1010 Wins, die erfolgreichste Radiostation von Amerika, die befindet sich in New York. Wie nutzen die Motion Mixes? Zum einen haben Sie die Original-Buttons von denen und können mal selber klicken und schauen, wie sich die genau verhalten. Zum anderen können Sie sich aber auch einen Demo-Movie auf YouTube anschauen, wo Sie verstehen, wie 1010 Wins mit Motion Mixes umgeht. Weiters, wenn wir wieder ins Menü gehen, haben Sie hier ein paar Tutorials, um besser die Funktionalität von Motion Mixes zu verstehen. Wir haben hier
Broadcast Motion, die Library von Motion Mixes, die Sie automatisch, wenn Sie Motion Mixes kaufen, dazu bekommen, mit Musiken, die für den Einsatz im Radio optimiert sind, für Spiele, für Weihnachten, für Nachrichten, Wetterverkehr und vieles andere. Und es gibt hier noch einen Movie auf YouTube, der noch einmal genau zeigt die gesamte Funktionalität von Motion Mixes und wie sie genau mit dieser Demo-Version umgehen. Leider haben wir Österreicher es nicht geschafft, dass wir Fußball spielen dürfen bei der WM, aber wenn Sie dieses Demo-Set runterladen und auf Ihrer Station zum Einsatz bringen, dann schaffen wir es zumindest, musikalisch ein bisschen dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.